Jo, also da ist jetzt wieder neue Bus hier. Diesmal eine rote Decke statt einer gelben. Ich finde das nicht so schön. Gelb ist heller. Hat sogar auch neue USB-Stöpsel hier. Ist schön blau. Hier ist immer noch viel zu viel mit Ladeanschlüssen. Braucht kein Schwein. Aber ich wollte jetzt mal euch zeigen, den Bus, weil der ist einfach noch komplett sauber. Nicht dreckig. Wer hat den Dreck da gemacht? Der Bus ist niegelnagelneu, Leute. Niegelnagelneu und hier beschmutzt ihn schon. Hier ist auch noch alles sauber. Nichts ist beschmiert hier. Danke! Er hat gerade eine Vollbremsung gemacht. Also hier hinten ist noch nichts voll geschmiert oder voll oder ausgeleert. Hier unten in den Ecken kann man es nur gut sehen. Guck mal hier, gestern ist er eingesetzt worden am Samstag. Schon ist alles dreckig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sieht man mal, was so ein Tag schon ausmacht, wie dreckig das dann alles wird. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, aber ansonsten hat sich hier drin nichts groß verändert. Außer, dass ich... Ja. Hier, wo der Griff falsch rum anmontiert, hier ist er unten rum und hier ist er oben rum. Echt komisch. Und hier sieht er nochmal wie von Weitem aus, wie mit der Fensterscheibe. Jetzt nicht ganz so schlimm. Also, es geht. Da ist der Innenraum, der ist solarisch gewesen. Was bitte? Das soll nicht stimmen. Ja. Ich meine, so da musst du rein, so ist es immer viel später. Auf der Deck 4 auf jeden Fall, aber. Ja, weißt du, es ist. Polizei will eher durch. Na gut, lass mir die durch. Und ist nur noch eine Minute. Hol ich dir wieder ein. Überleg mal, so viele Leute, aber jemand müsste schwimmen, so dann so will. Jetzt wieder alles raus und aus dem neuen Bus.
Bei dem sonnigen Wetter, blauen Himmel, macht die Brücke richtig Spaß. Da bleibt man gleich ins Blaue rein. So schön hier. Ich muss ja aufpassen, wenn ich hier mittig filme, komme ich direkt in diese Stange hier rein, da ist nicht auch sehr störend. Gibt euch in den anderen Bussen nicht. Da muss ich wieder ganz links filmen oder ganz rechts filmen, damit die Stange nicht im Weg ist. Da ich filme mit auch recht große Behinderungen. Ach, heute ist wunderschönes Wetter hier. Herrlich. Schönes Wetter, schöner Bus. Alles schön. Hast du dir vorne die Front mal genau angeguckt? Nicht ganz. Nicht ganz, muss man tun. Wie viele sind jetzt? Tag ist, wenn du so schnell fahrst, du bist immer früher da, weißt. Ich glaube, du wirst jetzt bis Kanauheim nicht mehr anhalten, glaube ich jetzt mal. Oder doch. Ich eigentlich? Ich anders da in der Scheibe oder ganz normal wie immer in jedem Bus? Fühlst du dich irgendwie anders da drin, irgendwie gefangen? Ich meine, es ist ein bisschen anders, weißt du? Also wenn ich jetzt, ich stehe jetzt hier rechts, ne, und von gestern, ne, ich weiß andere, ich denke mir irgendwie, du bist ganz woanders da, gar nicht direkt neben mir. Guck mir dir vor, in der Scheibe. Guck mal, ich höre mich hier ganz genau, was du alles redest, weißt du? Ich prallt ab, oder was, in der Scheibe? Ja. Okay. Ja, ich meine, du verengt fühlst du dich aber jetzt nicht da drin, ne? Und innen war es ganz anders als von außen auch. Und ich glaube, ich komme auch immer wieder noch ein paar Kommentare mit hoch, eine Scheibe. Ach, hier ist immer richtig eng. Und immer langsam durchfahren, ne? Und der Bus hat jetzt gerade nur 1500 Kilometer hier. Hier gab es mir irgendwo einen Unfall mit einem Tesla, ne? Ja. Hast du davon gehört? Da ist ein Tesla in den Bus reingefahren, an der Ecke. Wow. Ja, der Tesla hat, also Tesla war mein Bekannter gewesen, ne? Der ich hier, kam mir von der Arbeit, war total müde und hat die Vorfahrt irgendwie nicht richtig beachtet und dann ist er einmal schön in die Ecke des Busses reingefahren. Aber ich habe auch Bilder, kannst du mal nachher zeigen, aber ich nicht schlimm. Ich war nur ein ganz kleiner Lack. Abprellung gewesen. Aber es hat, glaube ich, auch ein bisschen Unterhaltung gemacht. Ein Tesla ist in den Bus reingefahren. Ich meine, Tesla auch
die Navi ist gut, weißt du, wenn du einstellen, die Fetzer, oder? Ja, ich meine, guck mal, wie eng ich hier auch ist, ne? Da kann man leicht mal über was übersehen hier in diesen Straßen hier. Ja. Lange haben wir hier Aufenthalt oder vielleicht gleich wieder weiter? Naja, gleich wieder weiter. So, ich zeige euch mal den Bus von hinten hier. Die Ladeanflüsse hier sind verändert worden. Ich gehe mal kurz nah ran. Aber das ist cool gewesen, ne? Ich habe immer gedacht, wie kommen die Fahrgäste darauf, was hier fahren eigentlich, ne? Und du greifst die normal drauf und holst den. Was machen die? Die nehmen ihre Hand und greifen da rein, um ihn von hier zu holen. Blöder geht's nicht.